Wie wird Qualität auf dem Bau überwacht und sichergestellt? Wir haben einen Prüfer einen Tag bei der Zertifizierung begleitet. Während Cocktailbars noch geschlossen sind, zeigen wir euch, wie ihr auch zu Hause richtiges Barfeeling bekommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch inspiriert. Wir starten jetzt mit einem Beitrag, da geht es wirklich um jeden Millimeter. Nehmen wir an, ihr wollt euch ein Haus kaufen, dann wollt ihr auch wissen, dass das, was ihr kauft, ihr auch wirklich geliefert bekommt. Und zwar nicht nur von der Ausstattung, sondern dass auch alles ganz sicher gebaut worden ist. Und dafür gibt es Zertifikate. Und wie so eine Zertifizierung abläuft, das haben wir uns bei einem Fertighaushersteller mal genau angeguckt. Ich bin Martin Müller, Leiter der Überwachungsstelle BMF Zert GmbH Bad Honnef. Ich mache diese Tätigkeit seit 9 Jahren und bin heute hier, um ein Fertighaus zu zertifizieren. Wir kontrollieren hier heute das Ü-Zeichen nach Landesbauordnung, das RAL-Gütezeichen Holzhausbau und das QDF-Siegel des Bundesverband Deutscher Fertigbau. Über das Ü-Zeichen sichern wir dem Endkunden zu, dass ein bauaufsichtlich verwendbares Bauprodukt Tafel für ein Haus an der Baustelle landet. Hierfür schauen wir uns alle Belange der Statik des Brandschall-Wärmeschutzes an. Beim RAL-Gütezeichen Holzhausbau verpflichtet sich das Unternehmen selbst, sich tiefer über die Schultern schauen zu lassen. Wir schauen wesentlich mehr Dokumente an. Sie verpflichten sich, ihre Gebäudehülle besser auszuführen, wie die NFS vorgibt. Und wir schauen uns auch die Baustelle bei einem separaten Termin zusätzlich noch an. Für das Qualitätslabel QDF sind noch viele, viele Dinge mehr zu überprüfen. Hierzu gehören die Holzschutzkonzepte, Luftdichtheitskonzepte, die gesamten bautechnischen Nachweise, eine Hausakte, die Anforderungen für Vorderoptionen bis hin zu einer schlüsselwertigen Baustelle, die zusätzlich zur Rohbaustelle des RAL-Gütezeichens mit zu überprüfen ist. Und das Unternehmen hat zusätzlich gegenüber der Geschäftsstelle auch organisatorische Dinge wie Festpreisbindung oder auch Abgrenzung bei der Materialwahl nachzuweisen. Herr Sauder, Herr Schäfer, danke, dass ich wieder bei Ihnen sein darf zur Überwachung, zur regelmäßigen halbjährlichen bauordnungsrechtlich notwendigen Überwachung. Jetzt wird es für die Mitarbeiter vom schwäbischen Fertighaushersteller ernst. Denn jetzt entscheidet der Prüfer, welche Bauvorhaben geprüft werden. Weder Mitarbeiter noch Hersteller wissen, welche Kommissionen und Bauvorhaben abgeprüft werden. Also hier gehen wir wirklich ins Detail, in die Unterlagen, die ich schon gesehen habe, bis hin projektbezogenes Bauvorhaben, was ich mir jetzt dann auch aussuche, wird hier im Detail beleuchtet. Und dann schauen wir uns das auch in der Praxis an. Den habe ich schon gesehen, ja. Dann können wir den übergehen. Dann das war alles soweit vollständig. Die Wärmebrücke war auch alle vollständig. Genau. Es ist tatsächlich so, dass hier mehrere Bauvorhaben parallel laufen. Ich kann nicht nur dieses eine Bauvorhaben jetzt komplett durchschauen. Ich schaue mir auch die anderen Bauvorhaben an, ob die Ausführungsqualität entspricht. Ich freue mich jetzt auf die Produktion und dann sehen wir auch die Produkte und die Zusammenbaufunktionen der einzelnen Traglieder. Dann brauchen wir hier auch nicht den Papierordner, dann gehe ich gerade mal vor an den Monitor. Also eine Überwachung, das ist immer auch eine Prüfung und vor jeder Prüfung ist man nervös. Das sind wir, die Leute unten in der Produktion wissen auch, zweimal jährlich werden sie überwacht, zweimal jährlich werden wir auf der Baustelle überwacht. Eine gewisse Nervosität ist da, das ist klar, aber wir sind guter Dinge. Der erste Teil hat jetzt geklappt mit der theoretischen Überwachung. Und jetzt werden wir mal in die Praxis schauen. Also diese beiden Prüfungen jährlich hier bei uns in Oberstetten werden von zwei unterschiedlichen Zertifizierungsstellen gemacht. Das ist einmal die BMF Zert, ein deutsches Unternehmen. Und dann werden wir noch von der Holzforschung Austria überwacht. Das ist einfach, wenn man zwei Prüfungsstellen hat, jeder hat seine Schwerpunkte. Und dementsprechend lernt auch das Unternehmen immer dazu bei so einer Prüfung. Und jetzt geht es von der Theorie in die Praxis, besser gesagt in die Produktion. Denn auch hier wird ganz genau hingeschaut. Wir sind nun in der Produktion und versuchen nun hier von den 5 Bauvorhaben, die heute
mir angesagt worden, mein Bauvorhaben zu finden, die 42106. So habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Schauen wir mal. Dann machen wir jetzt hier gerade die vollständige Holzfeuchtemessung. Da haben wir jetzt Holz genug. Ich schaue mir nachher im Zuge des Produktionsdurchgangs jegliche Komponente wie EPS, Spanplatte, Holz, Dämmung an. Ich schaue mir die Kennzeichnungen an. Ich schaue mir das Zusammenfügen entsprechend der eigenen Standards, der Element-Bauteildatenblätter an. Genau, ist sehr gut für die Statik, sieht man ja auch hier. Genau. Hier und hier sieht man, sind zwei Montagedeckel drin. Ja. Aber ansonsten wird alles von unten entschlossen. Okay. Aber ich schaue mir auch die eigenen Aufzeichnungen der werkseigenen Produktionskontrolle im Detail an. Verbindungsmittelabstand hier. Im Randbereich 12 cm. Im Mittelbereich 20. Passt. Ich schaue mir die deshalb an, weil jedes Unternehmen verpflichtet ist, sich selbst zu kontrollieren. Meine Aufgabe ist es, diese Kontrolle zu sichten und auf Plausibilität zu prüfen. Und gleich schauen wir uns zusammen an, wie genau es auf der Baustelle zugeht. Denn hier geht es um Millimeter bei der Prüfung. Wie die Zertifizierung im Werk weitergeht und vor allem auf der Baustelle, das seht ihr gleich. So viel kann ich schon sagen. Es bleibt ganz genau. Herr Müller schaut sich alles an. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge von Dr. House. Und Tobias Beuler erklärt uns heute, auf was es beim Kleingedruckten in den Werkverträgen ankommt. Hallo, heute sprechen wir mal über das Kleingedruckte in den Werkverträgen, die Bauherren unterschreiben sollen, wenn sie sich für einen Hausanbieter entscheiden. Und hier ist es ganz wichtig, so einen Vertrag auf jeden Fall genau prüfen zu lassen. Jetzt meint der Laie logischerweise erstmal, als erstes geht er zu seinem Anwalt und gibt den Vertrag dort ab, was natürlich sehr viel Geld kostet. Das kann man auch machen, wenn man wirklich auf 100% Nummer sicher gehen möchte. Aber es ist so, bei den meisten Hausanbietern ist es so, dass viele Verträge 100-fach oder sogar 1000-fach schon unterschrieben wurden. Das heißt, die wurden schon ganz, ganz oft rechtlich geprüft. Und auch der Anwalt, dem Sie dann den Vertrag geben werden, wird wahrscheinlich nicht so viel finden. Viel wichtiger ist es eigentlich, so einen Werkvertrag aus kaufmännischer Sicht prüfen zu lassen. Warum ist das so? Es gibt zum Beispiel ganz viele Dinge, die in einem Vertrag drinstehen, die zwar rechtlich in Ordnung sind, aber vielleicht nicht moralisch oder kaufmännisch. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt einen Hausanbieter, da steht zum Beispiel drin, für den Fall, dass ein Gerüst notwendig ist, trägt die Kosten der Bauherr. Und die Wahrheit ist, man kann eigentlich gar kein Haus ohne Gerüst bauen. Das heißt, diese 5.000 € Gerüstkosten kommen auf jeden Fall auf den Bauern später noch zu. Und das ist ja super ärgerlich, wenn man dann nachfinanzieren muss oder muss das Budget woanders abknabbern und der Garten kann vielleicht nicht fertiggestellt werden. Und deswegen sollte man Verträge immer kaufmännisch prüfen. Ein weiteres Beispiel für Kleingedrucktes im Vertrag sind zum Beispiel die Zahlungsschritte. Auch die sollte man unbedingt kaufmännisch prüfen. Rechtlich ist das meistens schon okay. Warum? Der Gesetzgeber hat erst vor 2 Jahren festgelegt, dass die letzte Zahlungsrate 10% sein muss, um den Bauherrn besser zu schützen. Aber es kann ja auch sein, dass es wesentlich besser ist, wenn man eine höhere Abschlussrate hat, nämlich anstatt 10% vielleicht 15% oder sogar 20%. Was bedeutet das dann für Sie? Wenn Sie die Zahlungsschritte im Kleingedruckten, wenn Sie die verhandelt bekommen und anpassen können und Sie haben 20% letzte Zahlungsrate anstatt 10%, haben Sie viel mehr Power, wenn später die Hausübergabe ist und Sie müssen mit dem Bauleiter über Einbehalte verhandeln oder es geht um das Thema Mängelbeseitigung. Wenn Sie also noch ganz viel finanzielle Kraft haben, bewegt sich die Firma eher und schneller zu Ihnen, um die Mängel zu beheben, als zu einem anderen Bauvorhaben. Und deswegen sollte man das Kleingedruckte in Verträgen immer kaufmännisch prüfen und im besten Fall auch verhandeln. Lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Wir sehen uns gleich wieder, dann geht es weiter mit dem zweiten Teil der Zertifizierung. Wir basteln ein Windlicht und es geht um eine Hausbar. Bis gleich. Na, dann machen wir mal voller Schwung weiter mit Bauen und Wohnen und dem zweiten Teil der Zertifizierung beim Fertighaushersteller. Und hier geht es nach wie vor um Millimeter. Wie die Zertifizierung im Werk und vor allem auf der Baustelle weitergeht, das seht ihr jetzt. So langsam neigt sich die Prüfung in der Produktion dem Ende und dann wird es auf der Baustelle ernst.
Das Ü-Zeichen ist der Fahrzeugschein. Und über das Ü-Zeichen können Sie das Bauprodukt auf die Baustelle zum Haus zusammenfügen. Zum anderen übernimmt das Unternehmen ein Leistungsversprechen. Sie halten Anforderungen des RAL-Gütezeichens ein und der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Auch wenn nun vieles geprüft und gecheckt worden ist, geht es nun doch mit der Messung an den Messinstrumenten des Herstellers weiter. Damit die Bauvorhaben vorgefertigt an die Baustelle gehen dürfen, muss auch das Unternehmen regelmäßig Holzfeuchtemessungen machen oder Dicken überprüfen. Und damit hier geeignete Messinstrumente vorliegen, wird von uns im halbjährlichen Rhythmus das Messinstrument der Firma Schwörerhaus auf die Funktion geprüft. Wenn in der Planung und Produktion alles stimmt, dann geht es weiter auf die Baustelle. Denn am Ende geht es um das fertige Haus. Und auch hier schaut der Prüfer ganz genau hin. Wir sind nun hier zur Baustellenüberwachung. Wie wir zuvor gesehen haben, was im Werk überwacht wird, wird nun auch auf der Baustelle überwacht. Und der Herr Müller hat sein ganz spezielles Augenmerk. Wir haben hier ein schönes, großes Haus. Wir haben zur Anforderung die Qualitätssicherung nach QDF, Baustelle, und RAL-Rohbaustelle. Der Positionsplan für die Verankerungen. Sonderanker, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, passt. 8,39 Meter. Jawohl, da kommen ja 8 mm noch weg. Wird noch beplankt. Mit 4,25, 1 auf Punktlandung. Ja, also ich muss ja 8 mm abziehen. Wie schon im Werk schaut sich der Experte alles ganz genau an. Punkt für Punkt wird abgehakt und kontrolliert. 4,17 Meter. Passt. Bisher passt alles. Alles im Rahmen der 18202, die Toleranzen im Hochbau bei uns hier in Deutschland regelt. Die habe ich hier natürlich in meinem Hintergrund und prüfe dann die Maße, die mir angesagt wurden, auf die Toleranzvorgaben ab. War alles soweit bisher in Ordnung. Wenn es nicht passen wird, muss das Unternehmen das richten. 4,80 Meter 1. Das kann jetzt stimmen. Das ist das lange Maß dahinter. Ah, 4,25 Meter 1. Ja, das lange Maß war 4. Jawohl. Das lange war 4,80 Meter 1. Punktlandung 4,80 Meter. Wir haben heute sehr viel gesehen in der Produktion, hier jetzt auch die Baustelle. Wie zu erwarten war, hat die Vorgabe gepasst. Es wurde alles beschrieben. Ich konnte das Beschriebene hier vor Ort auch sehen. Und die Dinge, die zu bemerken waren, die wurden besprochen, wurden angenommen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Ich kann meine Berichte schreiben, eine Empfehlung zur Zertifizierung aussprechen. Und werde jetzt hier gerne nach Hause fahren. Nun geht ein Tag zu Ende, an dem alles ganz genau geprüft worden ist. Und das Schöne ist, die Prüfung kommt dem Kunden und dem Qualitätsbewusstsein des Unternehmens zugute. Ich muss zugeben, ich war von der Zertifizierung echt beeindruckt, denn ich hätte nie gedacht, dass überall so genau hingeschaut wird und alles ganz genau kontrolliert wird. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge von Silke Schöne Sachen. Und Silke zeigt uns heute, wie Sie aus einem Einmachtglas mit einem Makramee ein schönes Windlicht für euren Balkon oder die Terrasse macht, das dann eine ganz besondere Stimmung zaubert. Hallo zusammen, heute wieder zu einem neuen Basteltipp. Ja, der Sommer steht langsam vor der Türe und das letzte Mal haben wir ja schon so schöne Kissen gebastelt. Möchte ich jetzt noch für die nächste Gartenparty hier so ein paar schöne Gläser verschönern. Und zwar natürlich auch mit Makramee, weil das finde ich gerade ziemlich schön und auch relativ einfach zu nachmachen. Ich habe dazu jetzt solche Weggläser benutzt. Wir haben da noch ganz viele im Keller und die gibt es auch in verschiedenen Größen und Formen. Genau, dann braucht ihr Makramee-Garn. Ich habe es meins bestellt, gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Stärken. Da müsst ihr ein bisschen suchen und ein bisschen gucken, was euch am besten gefällt und mit was ihr am besten arbeiten könnt. Und dann brauchen wir noch eine Schere und das war es dann eigentlich schon. Das Grundding vom Makramee sind ja verschiedene Knoten
Und man fängt eigentlich immer an mit dem gleichen Knoten, die oben erstmal die ganzen Bänder festmacht. Also ein bisschen Maß, damit ihr wisst, wie lang eure Bänder sein müssen, habe ich jetzt immer die Länge vom Glas zweimal genommen. Also eins, zwei. Dann wäre mein Band ungefähr doppelt so lang. So, jetzt habe ich mal ein paar geschnitten. Jetzt fange ich mal an zu knoten, dann sehe ich schon, ob es oben herum passt. Dazu brauchen wir jetzt erstmal hier oben ein Band. Das schneide ich ungefähr in der Länge ab und mache hier nur einen ganz leichten Knoten. So, dann nehme ich mein Band, halbiere es auf die Hälfte, nehme die obere Schlaufe von oben durch das Band und ziehe die offenen Enden hier oben durch die Schleife. Dann entsteht hier dieser Rollknoten. Und das mache ich jetzt ringsherum. So, und jetzt ziehe ich den oberen Faden richtig fest, dass der hier oben fest ist. So. Und ich habe jetzt genau 20 Bänder benutzt, ist durch 4 teilbar. Und jetzt geht's los ans eigentliche Knüpfen. Jetzt ist wichtig, dass ihr immer 4 Bänder nehmt. Und ihr legt jetzt eine Schlaufe um die mittleren 2 und den 4. hier drüber und in die Schlaufe rein. So, und dann nehme ich den Knoten und ziehe ihn nicht bis ganz hoch, sondern nur bis hier ungefähr. Das gleiche mache ich dann spiegelverkehrt mit der anderen Seite. So, und der Knoten, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, das ist eigentlich so der Standardknoten im Makramee. So werden eigentlich alle Muster geknüpft nach diesem Knoten. Und jetzt mache ich das Ganze versetzt, dass ich hier zwischendrin den Knoten habe. Das heißt, ich nehme vom ersten Knoten diese 2 Bänder und vom zweiten Knoten die ersten 2 Bänder. Und mache jetzt genau das gleiche wieder. So, und jetzt machen wir hier oben noch so einen schönen Abschluss. Das machen wir jetzt hier unten hin. Dazu braucht ihr jetzt ein Band, das einmal so breit ist wie euer Glas. Und jetzt nehme ich jeden Bändel und wickel den quasi zweimal hier herum, um dieses Band. Am Anfang ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir hier einmal den Ring hier hinten einmal rumgemacht. Und jetzt schneide ich noch meine Bänder so lang ab, wie mein Glas ist. Ich stelle es hier so an den Rand und dann habe ich hier genau die Kante, wo ich es abschneiden kann. So, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch so ein schönes Windlicht zu basteln, dann wünsche ich euch viel Spaß und wünsche euch ganz viele schöne romantische Abende. Bis dann! Liebe Silke, vielen herzlichen Dank für den tollen Basteltipp mit diesem Windlicht. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann geht es bei uns um Martinis, Pina Colada und ganz viel Genuss. Bis gleich. Und weiter geht's bei Bauen und Wohnen und zwar jetzt mit der Cocktailparty. Gut, wir werden nebenbei einen Cocktail mixen, aber in erster Linie geht es um ein Möbelstück, das wieder so ein bisschen in Mode kommt, seit die Restaurants und die Bars geschlossen sind, und zwar der Barwagen. Wie flexibel dieses Retro-Stück einsetzbar ist und wie man einen guten Cocktail macht, das seht ihr jetzt. Gäste müssen leider draußen bleiben. Ein gepflegter Drink nach Feierabend, lang ist's her. Zumindest in Bars und Kneipen. In den eigenen 4 Wänden wird der ein oder andere dafür umso kreativer. Ja. Ja. Also ich mag es eigentlich schon ganz gern, mal so neue Cocktails auszuprobieren. Ein Glas Weinchen ab und zu mal oder Aperol, ja. Wenn dann zwischendurch nur mal einen guten Whisky, handwarm, wie er sein muss, rauchige Whiskys, ne, also, und dann gute Musik hören. Aperol, Portwein, was der Urlaub hergibt. Und das will dann natürlich auch präsentiert werden. Daher voll im Trend der Barwagen. Lang als 50er Jahre Spießertum verbannt, erobert er die heimischen Wohnzimmer jetzt wieder zurück. Holger Ihle, Verkaufsleiter bei Möbelhaus Inhofer in Senden, sieht da auch ein bisschen die Pandemie als Treiber.
Cocooning ist ja grundsätzlich ein großes Thema. Und ich denke, wenn man dann genießen möchte am Feierabend oder auch mal zwischendrin, ist eine Hausbar sicherlich etwas, was die Einrichtung zu Hause abrundet. Dem Geschmack sind hier keine Grenzen gesetzt. Von modern verchromten Klassikern bis hin zu extravaganten Eyecatchern gibt's den Retro-Trend in jeder Stilrichtung. Das macht optisch was her, ist aber auch vielseitig. Ob als Minibar, Beistelltisch oder dekorative Ablagefläche, der Käufer muss sich nur überlegen, was im Fokus stehen soll. Es ist eher ein Möbelstück, was im Raum immobil sein soll, dass es also dauerhaft an einer Stelle steht. Dann kann ich mir auch ein ausladenderes Modell oder schwereres Modell anschaffen, wenn ich vielleicht auch fürs Frühstück am Bett am Sonntag beweglich sein möchte. Dann ist sicherlich ein einfaches, leichteres Möbelstück, vielleicht mit Rollen, welche sich dann gut zu Hause bewegen kann, von Vorteil. Wie der Barwagen dann auch richtig eingesetzt wird, weiß der Ulmer Barbetreiber Sanjit Singh. Für den Inhalt des Glases gilt, wie bei der Einrichtung auch, Klassiker kommen zurück. Allerdings mit modernem Twist. Sanjits Kreation für ein bisschen Barfeeling zu Hause, der Negroni mit sommerlicher Note. Wir haben drei gleiche Teile bei diesen Komponenten. Das heißt, ob ihr jetzt 90 Milliliter oder 9 Liter draus macht, das ist euch überlassen. Ich gehe jetzt mal ganz normal vor und nehme 30 Milliliter von dem infusionierten Gin. Dann nehme ich gleiche Teile von dem Bitterlikör. Wer es nicht ganz so bitter macht, reduziert hier einfach ein bisschen. Und jetzt nehme ich jeweils einen halben Teil in diesem Sinne, also jeweils 150 von meinem schönen Wermut. Einer etwas kräutriger, einer etwas süßer, bringt so ein bisschen Komplexität in den Drink. Der Negroni hat einfach alles. Also er hat eine gewisse Kraft von dem Gin, ja, der etwas hochprozentiger ist. Er hat eine Komplexität durch die Bitter- und die Süßnoten von dem Bitterlikör und von dem Wermut. Und wenn man den gut mixt, dann ist das eine einzige Harmonie. Da packen wir jetzt Eis rein, nicht zu knapp. Und das Ganze rühren wir jetzt einfach so 15 bis 20 Sekunden auf Eis. Das Schmelzwasser ist, wenn man so möchte, die vierte Komponente vom Negroni. Ja, das gehört dazu, weil sonst wirkt er doch ein bisschen zu kräftig. Dann schnappen wir uns ein Glas, ja, und seihen das Ganze quasi einfach ab. Und dann haben wir es fast geschafft. Ich bekomme Durst. Ich nehme jetzt ein bisschen was von dieser Grapefruit-Haut hier, sprühe die auch ganz gerne so einmal über diesen Drink. Und dann, kein Muss, aber schön fürs Auge, schneide ich mir diese Grapefruit-Zeste noch etwas zurecht und lege die einfach mit oben drauf. Das ist dann sozusagen für die Nase. Cheers! Da bekommt man echt Lust auf einen Cocktail. Vielleicht gehen wir noch einen trinken. Keine Ahnung wo. Vielleicht finden wir etwas. Das war's für diese Woche mit Bau und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Bis dann. Alles Gute. Ciao. Die Baubranche boomt und Holz ist ein beliebter und notwendiger Rohstoff beim Hausbau. Doch jetzt explodieren die Preise. Was das bedeutet und was der Toilettenpapiereffekt ist, lassen wir uns ganz genau erklären.